Und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Match an diesem Sonntagabend. Wir befinden uns in Division 7, Riptide Wave gegen die Titan Squids. Und mit mir heute kommentiert der gute Pat. Oh, moin moin. Sehr schön. So, natürlich fangen wir heute natürlich wieder mit der Besonderheit an. Wie könnte es auch anders sein? Und zwar, wir spielen heute ein 3 gegen 3. Quasi durchs Gentleman Agreement so haben sie sich zusammengefunden. Wir hoffen trotzdem, dass es spannende Matches werden. Und dann schauen wir auch gleich bald rein, wenn die Teams sich bald im Hintergrund bereit machen für das erste Match auf Korallenviertel auf Modus Herrschaft. Also, ich bin schon gespannt, also was die beim 3 gegen 3 für Comps benutzen, weil ich glaube, der Backline ist hier eher ungünstig. Glaube ich auch, also muss halt auch Special-Koordination wird, glaube ich, dann auch noch wichtiger. Also es ist ja an sich schon ein sehr großer Punkt, sage ich mal, im gemeinsamen Spiel in Splatoon, die Special-Koordination. Und gerade natürlich, wenn man zu dritt ist und vor allem die Auswahl auch der Specials, ob man dann vielleicht nicht unbedingt Triple Missiles oder so spielt, ist ja sonst sehr beliebt, ne? Ja, schon müsste es, kann man auf jeden Fall machen. Kann man machen. Auf Vor jeden allem auch Fall. Zones, ne? Oh ja, ja gut, auf der Map ist es halt so, die können von der Brücke aufgefangen werden, aber Genau, ja. die landen auch mal gerne oben auf der Brücke. Aber gut, Nichtsdestotrotz, genau, da wir geht's auf jeden gehen Fall ins immer erste los. Game. Okay, Splatter und Serif, wir sind in lila Riptide Wave und in grünen Titans kurz. Und wir sehen sogar eine Backline, okay. Ja, Dennis mit dem Jet natürlich auch mit einem sehr hohen Paint-Output, könnte man das sagen. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie sie das entwickeln. Wir werden erstmal die Armor von dem Turnier auf Seiten von Riptide Wave. Wenn wir sie um die Brücke umkämpfen, da kommt doch schon die erste Stingray raus von Dennis an der Stelle. Kriegt sogar den Peak hier. Beide Julius auf beiden Seiten tot, aber die Zone geht erstmal an Riptide Wave an der Stelle. Ja, es ist tut die beiden Armors zu respawnen. Aber wir sehen, hat die Armor sogar schon eher fast ready, um jetzt wieder reinzukommen. Beide Zonen sind noch recht im Kampf. Keiner hat jetzt unbedingt die Führung. Einer tot bei Titan Squids. Das heißt, Ritterbelt hat jetzt erstmal einen Vorteil. Es ist direkt wieder einer tot, der Splash und Dennis dingt rein. Das Ding wieder rein und wieder die Zonen werden geflippt. Also es ist ein Hin und Her zwischen den Zonen. Da kommen dann auch noch gleich die Bubbles raus von dem Squeezer, der jetzt wieder versucht, die Zone für Riptide Wave umzupainten. Kriegt es nicht ganz, die letzte Bubble dann noch rausgepoppt. Aber natürlich massive Paint Output von beiden Seiten. Ganz knapp liegt hier für Titan Squid zum einen Punkt. Ja, beides ist recht im Kampf, keiner traut sich irgendwie weiter vorzugehen. Der Stylus ist auch wieder tot, also Titan Squid hat jetzt die Möglichkeit, jetzt die Zone wieder zurückzuholen. Genau, jetzt hier 3 gegen 1. Der Junior versucht hier zu flüchten, wird aber vom Pro gepickt. Und das ist der Wipe für Riptide Wave. Da kommt gleich das Ding wieder hinterher von Titan Squid Dennis. Und sie können Ist die vielleicht Zone früher, schon aber kann halten. man benutzen. Ja, und wir sehen, die haben die Bridge unter Kontrolle. Das ist nämlich ziemlich wichtig, um die zu behalten. Und vor allem, weil die Bridge, die ist wirklich in Reef sehr, sehr wichtig, weil du kannst einfach theoretisch runterdroppen auf die Zone und dann halt einfach easy holen. Deswegen ist es wirklich wichtig, die Bridge unter Kontrolle zu bekommen. Aber wir sehen, die gehen mit einem Bomb Rush rein. Auch die Bubbles sind gerade reingekommen, aber es reicht nicht ganz, um die Zonen umzupainten. Doch, es hat Sie haben den gereicht. Reaper bekommen für Genau, den. sie haben einmal kurz den Cap bekommen, aber danach wird sofort wieder geflippt. Das sind aber schon mal 37 Penalty für Titan Squids, neben aber einen von, ja, 44 Punkten auf jeden Fall. Eben, und das war nicht. Deswegen sollte man die Bridge unter Kontrolle haben, weil der Pro hat gerade einfach die unten abgekämpft und weggeschossen. Und die Bridge ist wirklich extrem wichtig. Aber sie gehen jetzt mit der Arme rein. Auf die Pro. Die Pro holt den Squeezer. Kann sie gar noch den Julian Lennar nicht mitnehmen. War aber sehr close. Jetzt hat sogar Ritterwolf die Bridge unter Kontrolle. Konnte es aber leider nicht ausbauen, wurde direkt vom Junior gepickt und ja. Mal sehen, wie die jetzt wieder reingehen. Jetzt Wieder ein auch die Full Wipe. Penalty aber schon wieder abgebaut von Titan Squids. Die letzten 30 Ticks hier sogar. Jetzt muss wirklich Riptide Wave schauen, dass sie aber die Zone bekommen. Im Moment Titan Squids relativ aufgesplittet, aber sehr, sehr gute Map Control. Sie versuchen jetzt Riptide Wave, versuchen jetzt über rechts irgendwie zu zweit was zu machen. Es sind nur noch 10 Ticks, der Bomb Rush kommt raus und auch die Bubbles kommen raus. Sie kriegen, was vermutlich den Pick, sie kriegen den Cap, die 60er Penalty, aber sie stehen auch auf 70, es kommt wieder gleich die Stingray raus von Dennis und einer von Riptide Wave ist dann schön tot und ist es wieder die Zone. Die Wir sehen auch wieder den Splash da
deinen Flanken. Ja, hat das Rolling One gegen die Stunde gewonnen, Flanken ständig von hinten, um die Pro zu holen und British unter Kontrolle zu bekommen. Wir gehen langsam rein und die Pro holt den Squeezer raus. Das ist jetzt ziemlich ungünstig für Rifted Wave, weil nur noch einer am Leben ist. Und ich weiß nicht, sie haben Booyah ready, aber auf der anderen Seite wieder Armor und Bomb Rush. Also können sie jetzt wieder probieren, reinzukommen. Aber die kommen noch gleich raus. Sie können eine Zone schon mal neutral drehen, die zweite können sie noch nicht ganz. Es ist knapp. Und sie können jetzt die Zone, sie beanspruchen, die Booyah von Pro kommt noch raus, aber wird auch gepickt. Sie drehen die Zone nur kurz auf neutral. Und es ist wirklich mal ein Advantage hier für Riptide Wave, aber es sind da auch massig viele Punkte noch abzubauen. Wir haben im Moment der wenig Control, der Splash Münziger von Dennis mit dem Pressure gesetzt, von dem kommt jetzt auch die Stingray raus, kriegt den Pick damit nur noch der Splash Last und das ist der Wipe. Ja, und wir sehen, Red Wave kann halt ihre Führung leider nicht wirklich krass halten. Sie haben sie zwar, aber das, was sie nicht machen, ist gerade die Bush zu contesten oder halt wie zu schauen, dass sie die behalten, so damit die nicht einfach auf die Zones runter droppen können und einfach umpainten können. Aber wir sehen, sie gehen wieder rein mit Bubbles, können eventuell den Recap holen, ja. Bekommen sogar einen Pick auf den Julia wahrscheinlich. Der Bowles Last hat seine Bühne gerade bereit, kriegt den Squeezer raus, wirft jetzt gleich die Bühne auf die Zone und hier auf jeden Fall mal umdrehen, versucht dann eben in die Zone. Da kommt aber der Splash etwas dagegen, kriegt den Pro, nimmt den hier raus. Trotzdem die kurze Penalty. Doch, wird jetzt aber gleich abgebaut. 66 Punkte. Und jetzt geht's runter, aber die Zone wird wieder weitergedreht. Und wieder die Stingray von Dennis. Aber der Bomb Rush kommt von Seiten Riptide Wave raus. Aber der Splash wird rausgenommen. Das ist jetzt die Overtaker und sie müssen die Zone picken. Kriegen sie nicht. Und das ist der erste Sieg für Titan Squids. Ja, das was deren Fehler war, dass sie halt nicht auf ihre Zone geschaut haben und er sich halt leider von der Stingray rauspicken lassen hat. Ja. Aber gut, es ist nur ein Match, ich kann sich halt immer noch drehen. Also genau. Weil ein Match muss ich unbedingt was aussagen. 15 Kills, der Junior und der Pro von Titan Squids an der Stelle auf jeden Fall. Da fallen schon mal gut die Picks, wie wir sehen. Ja, also muss man sagen, wahrscheinlich vor allem der Range-Vorteil hier wird es gemacht haben. Denke ich, weil hier Dennis konnte gut auf jeden Fall die Leute zurückhalten. Und auch hier nochmal gerade die Frage im Chat, warum das ein 3 gegen 3 ist. Durch ein Gentleman Agreement lässt sich, wenn zum Beispiel ein Team einen Spieler weniger hat, wenn er kurzfristig ausgefallen ist, kann das andere Team quasi sagen, okay, dass sie auch nur mit 3 Spielern spielen, quasi der Fairness halber. Von welchem Team das jetzt ausging, weiß ich gerade tatsächlich leider nicht. Eventuell kann ich sogar herausfinden. Oha, jetzt kommen die Insider-Informationen. Okay, nächster ist sogar Toon Commander Cofferfish. Also da ist sogar eine Single ziemlich nice. Also ich bin mir sicher, dass Dennis halt wieder den Jet spielen wird. Das hat er im ersten Match, sag ich mal, schon sehr gut funktioniert und gerade auf Tower Control macht es auf jeden Fall noch mehr Sinn, die Single zu picken. Allein für den Tower Clear natürlich. Auf Stones kann man sich nicht drüber streiten, ob er dann nicht lieber doch vielleicht die Missiles nimmt für den Paint eben, aber wir haben es vorher schon gesagt. Missiles auf Reef immer so eine Sache wegen der Brücke in der Mitte. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier aber jetzt gleich wieder der Jet rauskommt. Bei Dennis mit der Stingray. Ja, richtig. Und ich habe die Info bekommen, dass 3 gegen 3 kam von Riptide Wave. Okay. Also gut, auf jeden Fall ihre Reaktion, dass sie das zugestimmt haben, also Titan Switz. Auf jeden Fall. Ist nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Ich meine, das sind richtige Punkte auf jeden Fall, die sie vielleicht am Ende der Saison noch brauchen für eine Medaille oder so. Man weiß es ja jetzt noch nicht, wir sind ja noch relativ früh dabei. Ja, also zum Beispiel, also hätte ich persönlich sogar eher verschoben, aber ja. Kann man auf jeden Fall machen. Ja gut, der Stream war ja so gesehen schon angesetzt, ne. Aber wir gehen rein in unser zweites Match. Tower Control. Auch den Kofferfischlager. Wir sehen jetzt eine Missile Zap auf Seiten von Riptide Wave und auch einen Nautilus. Während ja, das ist gut für Tower. Genau, ist gut auf jeden Fall. Auch die Bedingungen. Und auf Seiten von Titan Squids haben wir keine Veränderung tatsächlich. Shinobu geht jetzt hier erstmal auf die Missiles gerade natürlich. Okay, wir sind ja Missiles ready. Eventuell gleich Armor. Und dann kommt noch die erste Ding rein.
Wir sehen, genau, der ist direkt gestorben, sie bekommen Armor. Können das Ding damit weglocken? Dennis pusht langsam rein, die haben aber Armor, kann leider nicht weiter ausbauen. Ich 3 gegen 2. Keiner probiert noch einen Push, denn das ist doch so ein Kampf. Der Pro im Moment relativ stark im Denkst von der Naut, aber sie können die einquetschen hier auf der einen Seite, kriegt jetzt aber Unterstützung auch noch von der Sam. Kriegt auch die Naut hier, der Pro. Und das heißt erst mit der Junior Last. Der muss sich jetzt hier auch ein bisschen zurückziehen. Aber auch der wird gepickt. Hier wunderschöner Vibe hier von dem Pro. Und das sind natürlich die ersten Punkte auf dem Tower für Titan Squids. Da kommt gleich noch die Stingray hinterher. Natürlich die Gegner oben halten will. Das ist der erste Checkpoint auf jeden Fall schon mal. Von der rechten Seite hier wird die Naut gepickt. Von Dennis mit dem Jet. Und die Pro hat die Booyah ready und sie können halt den Push einfach weiter ausbauen. Sie haben Specials, um immer weiter zu pushen. Ja, die Zap wurde gerade auch wieder oben rechts gepickt. Wir sehen es oben. Sie kriegen auch wahrscheinlich den zweiten Checkpoint down. Die Naut, der zweite Checkpoint ist down. Die Naut von rechts hat jetzt zwei rausgenommen. Versucht jetzt noch den dritten natürlich rauszuholen, kriegt den Junior, auch hier der Vibe und jetzt heißt es natürlich gegen Push für Repet Wave. Sie haben Armor und der Ready ebenfalls gleich auch direkt wieder Missiles. Und also der heißt, kommt schon raus. Sie können jetzt den Leesiger weitermachen und vor allem der Jet ist jetzt raus, das heißt 2 gegen 2, Pro geht auf den Tower. Kriegt noch keinen Pick hier unter Bedrängnis vom Junior, kriegt den Junior ganz knapp. Und das heißt, der Turm fährt wieder zurück. Sie haben den ersten Check von Ripped Wave hat ihn nicht bekommen. Da wird sie von der Naut gepickt. Das heißt, nur noch Dennis mit seinem Jet. Letztlich im Gang. Wird gerade von seiner Robobombe in einer kleinen verfolgt. Aber das heißt natürlich auch, Ripped Wave gerade dabei, den ersten Checkpoint zu holen. Das ist auch direkt der erste Checkpoint. Aber der Junior auf dem Tower fällt und da kommt gleich der Injured raus. Sie haben Armor mit Jet, können den Junior da nicht tun, aber ihn zurückdrängen. Da kommt auch die Sting auf den Tower, um den Dick nicht zu gefährden. Dieser probiert den Junior zu fighten. Hat ihn immer noch nicht bekommen. Die sind wahrscheinlich immer noch im Fall drinnen. Bekommt den Junior. Sie können langsam wieder anfangen reinzugehen. Vor allem die Pro ist ziemlich weit vorne. Die können sie mal rauspicken. Oh, die Pro ist wieder wie ich sag. Es geht jetzt ein bisschen gerade darum, wo fällt der erste Pick? Eben, im Moment keiner holt keine. Den Pick alle Week. Sie haben aber Armor, sie können den ersten Pick holen. Der Junior wollte jetzt rausgehen, hat es aber nicht mehr geschafft. Ganz knapp nicht, aber da kommt sofort wieder die Stingray, die sofort wieder vermeiden will. Und auch die Brühe kommt gleich hinterher, die wollen einfach vermeiden, dass sie auch nur einen weiteren Punkt machen. Obwohl es jetzt hier gerade echt knapp ist, der Injured wird gepickt. Sie kriegen den Checkpoint, kriegen sie den Lead. Ja, sie kriegen um einen Punkt, kriegen sie den Lead und das ist der Wipe. Jetzt Titan Squid. Das ist geplayt. Die Naut, die lebt noch. Ich denke mal wieder, die wird sich wieder bei ihrer normalen Position positionieren und eventuell wie eben einfach den Push aufhalten. Der wirklich extrem wichtig wird, damit sie halt nicht weiter die Punkte ausbauen. Aber da kommt auch wieder direkt die Stinger auf die Naut. Kriegt auch den Kick. Der konnte den Tower ein bisschen stallen, wurde aber leider rausgepickt. Zu dritt ist auf dem Tower die Missiles und der kommt von der Seite, der Junior kann einen holen, das ist der Wipe. Sehr stark auf jeden Fall hier die Kombination, die Absprache mit den Missiles und dann der Junior von der Seite konnten dann hier zu dritt die Leute clearen. Das heißt, jetzt fährt der Turm erstmal wieder in Richtung des Ziels von Ripped Wave ausgesehen, aber der Junior hier wird von der Bombe gepickt sofort und jetzt muss Titan Squids natürlich in den letzten 40 Sekunden wollen sie natürlich noch versuchen, die zu holen. Es ist ein Punkt Unterschied zwischen beiden Teams. Ein unfassbar spannendes, knappes Match. Jumpen jetzt hier raus von Pet Wave und versuchen trotzdem irgendwie die Control auf der Map für sich zu behalten. Da kommt noch gleich wieder die sechste Stingray raus. Kriegt sogar den Pick auf den Junior. Kriegt keinen weiteren Pick, aber. Aber sie haben dennoch zum Defenden zwei Crash ready, aber sie haben die Naut gepickt, was jetzt wirklich ziemlich heavy ist, weil sie haben nur noch Mist zum Defenden und vor allem ist in die letzten 10 Sekunden. Da kommt auch die Armor raus. Sehr gefährlich werden. Zweite Schicht auf den Turm, die rein. Missiles wollen hier natürlich den Tower clean. Sie müssen ganz kurz vom Tower runter, aber das ist der Vibe und Game für Titan Squids. Also unfassbar spannend und am Ende dann doch noch gedreht worden für Titan Squids. Nach dem unfassbaren Comeback auf einmal zwischendurch von Riptide Wave. Ja, also da kann man auf jeden Fall sagen, das war
Also schon recht close. Es war nicht unbedingt jetzt, dass eine Seite komplett dominiert. Also das Match war wirklich so. Ja, sehr, beide Seiten haben es gegeben, aber. Also ich ist halt Britt Wave ein bisschen zu oft gestorben, weswegen sie die Führung nicht mehr halten konnten. Ja. Das, aber ich glaube, das liegt auch tatsächlich wieder daran, dass sie einfach, also dass Titans Grids einfach mit Pro, also mit dem Profi-Kleckser und mit dem Platscher, einfach dann auch die Range-Vorteil haben. Also der theoretisch kann Dennis, also der hatte glaube ich 6 Stingrays im letzten Game. Wenn der auf jeden schießt, den schon mal weak macht, und dann der Pro einfach nur vielleicht 2 jetzt hinterher braucht, wenn er im MPU spielt, dann ist das natürlich auch easy game so gesehen. Das ist richtig. Und vor allem hat Rip the Wave halt 2 Support-Waffen gespielt, die jetzt nicht unbedingt gut zum Pushen sind. Also da würde ich halt empfehlen, anstatt eine Red Zip halt eher zu Gadget zu wechseln, weil die halt also viel mehr Aggression hat so zum Pushen. Ja. Vor allem bei einem 3-3-3 ist halt so, du brauchst halt wirklich schon eine Offensive. Und Titans ist halt damit Ausgleich mit der Backline, dass sie halt eine Pro haben und halt, ich glaube sogar noch einen Junior. Und die Pro, die reicht sogar aus für die Aggression. Ja. Muss halt auch schauen, also gerade bei dem 3-3, wenn ein Teammate stirbt, ist halt schon ein Drittel des Teams weg, 33% so gesehen weniger. Natürlich auch, was man beachten müsste. Und die Teams sind schon bereit für unser Game 3, Operation Goldfish auf der Perlmutt-Akademie. Riptide Wave in grün und Titan Squids in, ja, sagen wir mal lila, ne? Ja. Ah, wir sehen. Wieder kein Comp-Change. Hat gewechselt. Ja. Zur DDS. Ja. Beziehungsweise VDS. Bin ich gespannt, was das wird. Titan Squids nach wie vor unverändert. So gesehen, warum sollten sie auch? Auch die Ray wieder sehr gut, eigentlich der Peak eigentlich. Für Rainmaker. Kommt auch schon die erste raus, aber auch die Missiles kommen von Riptide Wave raus. Wir müssen hier Dennis zwingen, sich ein bisschen da umzustellen. Aber durch die Armor, der Junior, der wurde jetzt gepickt, aber gerade durch die Armor. War die Stingray jetzt relativ useless, aber ist die S jetzt last in der Mitte und der Rainmaker, der geht nach vorne. Ja, die Venus Defenders schaffen es aber nicht. Pros last, bekommt den Rainmaker aber noch, denn 69 ist jetzt kein großartiger Score. Ne, auf der Map auf keinen Fall. Da bist du so schnell mal auf 30 oder auch gerne mal unter 30, einfach gerade durchlaufen. Jetzt heißt natürlich, was machen sie? Titan Squids hat 2 Specials so gesehen ready, Riptide Wave gerade nur eine. Da kommt noch die erste Special schon raus. Dennis mit seiner Stingray so und Defense. Genau, auch sie bekommen die Pro, gehen sogar mit Missiles rein, um mit Control zu halten, poppen aber nicht den Rainmaker für den Reset. Und die Pro wieder last. Jetzt der Rainmaker bleibt unberührt, sie poppen den nicht. Sie haben es Armor ready, wollen wahrscheinlich die Pop holen, um weiter zu pushen. Sie halten aber Stand. Um sie noch ein Flank von der CDS, die den Junior nicht holt. Junior bekommt CDS, heißt es ist 2-3. Sie aber mittlerweile ist der Rainmaker gepoppt, ja, sie hoffen drauf auf jeden Fall, aber er liegt schon nicht so ganz offen da, aber er läuft total verschlossen, also das kann durchaus mal schnell gehen. Jetzt die Ray von Dennis an der Stelle wieder. Jeweils ein Mate down, jetzt kommt die Buja raus von der Pro. Das ist ja relativ passiv im Moment, aber man muss auch schauen, relativ, das ist die Map ist insgesamt eher für Titan Squids ausgelegt. Die erste suchen jetzt hier links beim Baum den Junior zu picken. Sie kriegt den Junior und versucht jetzt hier den Flank noch weiter fortzuführen. Aber wie gesagt, der momentan ein Lead von 69, was ist wirklich nicht krass ist. Also mit einem einzigen Push kann man das wirklich relativ schnell aufholen. Wir sehen wieder eine Single von Dennis, die sogar den CDS holt. Sie sind wieder alleine in der Defense, hat aber die Buja zur Defense sogar ready. Muss warten, bis ihre Mates respawnen. Sie pushen weiter, bauen eventuell ihre Führung aus. Gehen diesmal nicht über links, sondern direkt geradeaus, was halt viel effektiver ist. Die Buja holt die Pro. Der kommt leider nicht weiter als. Ja, der Rainmaker ist jetzt ein bisschen unter Druck vom Junior, aber er kriegt den Junior dann. Die Pick wurde ein bisschen zurückgedrängt, aber trotzdem, das bringt jetzt Riptide Wave viel Zeit, die jetzt von hinten kommen und den Rainmaker picken wollen, aber sie range echt aus. Jetzt haben sie ihn gepickt, obwohl er schon wieder oben links bei denen drin steht. Die VDS wurden gepickt. Sie poppen jetzt gleich den Rainmaker, weil es ist nur noch Dennis, der Letzte. Sie kommt gleich die Armor raus, aber sie picken den Rainmaker nicht.
wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall mal eine gute Chance gewesen, hätten den Rainmaker rauszubringen und schon mal in die gegnerische Hälfte auf jeden Fall mitzubringen. Der Pick von Dennis auf den Junior, der Attacker, der Weg kriegt vielleicht noch den zweiten Pick auf den DDS. Nein, kriegt er nicht, aber da kommt gleich die Stingray hinterher. Vielleicht. Nee, das wird nix. Und jetzt wieder einer tot von Riptide Wave. Sie wollte ja, Mozart hat, Science hat ja, halt komplett die Kontrolle über die Mütze und Riptide Wave schafft es irgendwie nicht, die Kontrolle zu holen oder halt zu behalten. Sie treffen mit Missiles, können die Remaker sogar in die Ecke drängen. Und da kommt der Flank vom Junior, kann er da leider nicht schaffen, wurde direkt rausgeprägt. Die Pros lieben sich, wir sehen einen Flank von der CDS, nee, die aber auch direkt wieder rausgeholt wurde. Ja. Aber sogar den Junior mitgenommen hat, also... Es kann sein, dass sie ihre Führung jetzt ausbauen. Wer aus 64, da kommt die Buja rein. Kriegt sogar den Pick auf den Pro, das ist freie Bahn nach vorne zum Rainmaker. Unter 30, unter 20, das könnte vielleicht, wenn es gut geht, könnte es der KO werden. Und das ist der KO. 3 zu 0 für Titan Squids im Moment. Ja, die Mentality ist auf jeden Fall momentan bei Titan Squids, aber dennoch... Ist halt nichts unmöglich. Wenn sich Riptide wieder aufbaut und sagt so, ja, es ist dennoch machbar, weil man sieht da jetzt nicht so eine krasse Dominanz. Können sie das eventuell noch schaffen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja der nächste, die nächste Map Mode kommt. Vielleicht ist es Muschelchaos, die ihnen die Karten spielt. Auf der Seeigel-Rockbühne. Müssen wir schauen, vielleicht ist es eher das Gebiet von Riptide Wave, die sich jetzt eigentlich mit so einem kleinen Befreiungsschlag jetzt mal losreißen müssen, tatsächlich. Im kleinsten ist ein Modus, der jetzt in etwas unteren Diss nicht krass gemacht wird, denke ich mal. Mhm. Nachvollziehbar. Und auch eher nicht gespielt wird, deswegen bin ich gespannt, wie sich da anscheinend, ob du da überhaupt einen Push anstehst und gescheiter. Aber ja, wie gesagt, es ist alles möglich. Ja, das Ding ist vor allem, meiner Meinung nach auf der Segelrockbühne kannst du es ja auch durchaus so machen, dass du viele kleine Stiche setzt in Form von einfach wieder mal eine Big Clam reinwerfen, gerade am Anfang. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht sogar die etwas aggressivere Comp oder ich sag mal nicht so range-lastige Comp von Riptide Wave hier den vielleicht sogar einen Vorteil verschaffen könnte, wenn sie es gut umsetzen. Aber muss halt auch sehen. Pro und Jet haben halt enorme Range und auch mit der Stingray. Sie können halt einfach sehr gut theoretisch auch vom Korb verteidigen, wenn sie es richtig umsetzen. Richtig, aber hier gibt es halt auch nur einen Weg, um reinzupushen. Und ich bin mir sicher, dass halt Dennis da, wenn sie pushen, auch die Stingray bereithält und sie halt nicht unbedingt reinlässt. Game 4. Muschelchaos auf der Seeigel-Rockbühne. Wir starten rein. Oh, eine komplette Comp-Veränderung nochmal auf Seiten von Riptide Wave. Klar, sie sind in Zugzwang in gewisser Weise jetzt mit der Splatling Ultra Bass und der Kenza 52er Gallon. Also, vielleicht versuchen sie da ein bisschen mehr irgendwas mit Paint noch zu machen, mit der Remix. Ja, wir sehen Remix und sogar eine K52, ja, okay. Ja. Da bin ich gespannt, was sie jetzt daraus machen. Wir sehen, doch keiner hat wirklich, zum Beispiel Wendy, sammeln Clams. Sie haben sogar jetzt die erste Big. Ja. Im Moment doch, momentan hat alles mehr Clams, Control. Ja. Und da kommt jetzt auch diese Buja raus von der Kenza 52. Schmeißt die gleich mal nach Dennis, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber die Armor wird gepickt jetzt von zwei anderen Leuten, die 52. Und jetzt die Remix relativ alleine da. Muss dann ein bisschen zurückgehen. So schnell kommt man von der Offensive in die Defensive, da kommen gleich die Missiles raus, im Moment nur die Buja ready auf Seiten von Riptide Wave. Ja, wir sehen die Pros down, sie können jetzt langsam auch wieder anfangen, die Mid-Control zu holen. Hilfstu geht richtig offensiv auf den Junior raus, aber der Jet lässt die Hilfstu auch jetzt nicht wirklich ran. Dennoch, die Hilfstu geht langsam ran, macht eine Buja, wird geflankt vom Junior. Geht langsam rein, zieh ich aber direkt wieder zurück, wartet lieber auf seine Mates. Da kommen Missiles gegen und ja, sie hatten jetzt zu pushen noch eine Buja ready. Ja, 25 Clams, aber im Moment auf Seiten, jetzt nur noch 20 und da kommt links, kommt der Junior Flank rein oder sagen wir mal rechts jetzt aus der Perspektive. Muss ich aber wieder ein bisschen zurückziehen, weil er jetzt der letzte ist. Es ist jetzt eigentlich, ist es
der perfekte Zeitpunkt, um rein zu jumpen. Kommt auch die erste Big Clam, auch kommt noch die zweite Big Clam, da kommt gleich noch die Booyah hinterher. Der Junior versucht irgendwas zu machen, kann da aber nichts mehr ausrichten. Kriegen sie noch Follow-Ups rein? Sie kriegen noch Follow-Ups rein, auf jeden Fall. Einige sogar, der Score unter 40 bis 36 haben sie auf jeden Fall schon mal gepusht. Ja, und Push auf 36 ist jetzt nicht unbedingt schwach, das ist wirklich schon recht solide und den kann man jetzt nicht einfach so mit einem Push wieder aufholen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man schaut, im Moment sind es nur 8 Clams so gesehen auf Seite verteilt. Das ist klar, sie haben noch die eine Pity Clam hinten liegen. So gesehen nochmal 20 extra Punkte, aber trotzdem. Kriegt die 52 jetzt erstmal den Pro, kann rausnehmen. Vielleicht kriegt sie auch noch den Jet raus. Das wäre dann schon wieder eine Möglichkeit. Nein, wird gepickt. Das wäre vielleicht so wieder die Möglichkeit gewesen für einen Push auf Seiten von Riptide Wave. Jetzt muss man halt schauen, was passiert. Missiles kommen raus, wollen hier ein bisschen die Kontrolle über die Mitte erringen. Und sowohl der Junior als auch die 52 werden gepickt. Jetzt die Remix Lars, sie gehen jetzt nach vorne. Der Junior kommt schon mal durch, aber hat ganz knapp verworfen, sage ich jetzt mal. Kriegt aber rein, Dennis wird vom Korb gepickt. Sie kriegen eine Big Clam rein. Und ich gehe ehrlicherweise gesagt davon aus, dass es nicht recht viel mehr wird. Der Pro wird so gepickt und sie kriegen keine einzige Follow-Up rein. War unlucky, dass Dennis da gepickt wurde direkt vom Korb, ehrlicherweise. Aber ja, 1:40 noch Zeit für Titan Squids, das zu drehen, dieses Match. Jetzt kommen schon mal wieder die Missiles raus. Es geht im Moment wirklich meistens darum, wer in der Mitte die Kontrolle behält und wo der erste Pick fällt. Der erste Pick fällt jetzt auf Seiten von Riptide Wave, die 52 dead und zwei kommen jetzt hier über den linken Weg rein und sie kriegen wieder eine Pick rein. Der Wipe für Riptide Wave und jetzt kriegen sie auch Follow-Ups. Jetzt kriegen sie massig Follow-Ups rein. Sie kommen und sie stehen bei 37, eine Clam und die ist auch drin. Eine Clam für die Lead, 34, 36, vielleicht kriegen sie noch eine weitere rein auf 31 und jetzt, das sollte aber der Wipe sein für Riptide Wave und so, wie wir es gerade gesagt haben, wie jetzt Titan Squeezes drehen musste, so muss es jetzt Riptide Wave drehen. Hier vorne die 52 mit der Booyah sitzt direkt schon vor, kommt die zweite Booyah, kommt hinterher, die erste Big Clam ist drin und da kommen gleich wieder die Follow-Ups und das ist wieder der Leadwechsel auf 15 und wieder der Wipe, also es geht auf und ab. Ja, wir sehen auch, sie haben bis 15 gescored, das ist auf jeden Fall sehr stark und eventuell können sie sogar ihren ersten Punkt direkt saven. Nur noch 20 Sekunden übrig, sie haben aber eine Big für die Overtime. Sie haben auch die Mitte unter Kontrolle und auch eine Booyah ready, also heißt, sie können jetzt langsam probieren, da rein zu pushen. Ja, letzten 10 Sekunden aber, dann mit Overtime sind es noch 20 Sekunden oben drauf. Der erste Pick fällt auf den Junior von der 52, wird dann von Dennis gepickt allerdings. Das heißt, zwei tot auf, also einer tot auf jeder Seite. Die Missiles kommen raus. Wir schauen von Korb, der ist noch nicht, da ist zwar gepainted, aber da ist noch nicht so viel los. Sie müssen jetzt vor Dennis mit der Big Clam wird gekillt und das wird jetzt echt knapp für Titan Squids. Er holt die beiden Picks und ganz mit Saven, holt auch die Pro und das war's dann mit dem Push. Das ist Game. Anscheinend hat Riptide Wave jetzt auf jeden Fall was gefunden, was Titan Squids wehtut. Das ist das erste Game für Riptide Wave 1:3. Mal schauen, wir da jetzt nochmal einen kompletten Reverse Sweep vielleicht erleben. 13 Kills. Das kann sich sehen lassen von der 52. Not gonna lie. Ach, und übrigens, ich war eben halt, aus den Muted, deswegen, ja. Tut mir leid, falls du zu viel geredet hast. Alles gut. Ja, wie gesagt, also jetzt, wenn Riptide Wave die Aggression auf ihrer Seite behalten kann, auch auf Herrschaft, Incubit Games Headquarter, auch da kann es durchaus funktionieren mit der 52, würde ich sagen. Bin auch gespannt, ob Dennis, hat er gerade nicht, die Stingray mitgenommen, sondern hat sich diesmal doch die Missiles dann rausgenommen da. Mal schauen, ob es jetzt wieder da den Wechsel gibt. Oder ob auch Titan Squids jetzt versucht, mal komplett die Comp irgendwie zu wechseln. Oder ob vielleicht Riptide Wave die Comp wieder komplett wechselt. Durchaus spannend, würde ich sagen. Deshalb Zones Anchovy. Okay, ja, wahrscheinlich würde ich da an den Comps eher wenig was ändern.
Denke ich mal, weil bisher waren da auch nur recht kleine Veränderungen. Ja. Ich denke, bei der 52 bleiben sie jetzt, weil es da halt wirklich gut funktioniert hat bisher. Ja. Ich denke auch, quasi gerade 52 und Remix, so gesehen, der Double Booyah kommt auf Seiten ja von Riptide Wave gerade gewesen. Gerade für Zones ja nochmal mehr, also quasi aggressiver auf jeden Fall, also nochmal besser, würde ich behaupten wollen. So, mehr mit einer Double Booyah kannst du eigentlich fast immer die Zone picken. Titan Squids scheint auch nicht ihre Comp zu verändern, weil die alle schon bereit sind tatsächlich. Und auch Riptide Wave, die machen sich jetzt so langsam bereit. Wie gesagt, ja, und nur noch einer macht nicht ready, das war der 52-Spieler. Ja. Man weiß nicht, ob er seinen Wampf wechselt, aber für Zones kann man das auf jeden Fall spielen. Ja, ich denke auch, das ist durchaus eine gute Comp, vor allem auch mit dem Junior. Jetzt sind alle bereit, unser Game 5. Herrschaft auf Anchorbit Games Headquarter und wir gehen rein und schauen, was das wird. Alles klar, wir sehen Riptide Wave in Türkis und Titan Squids in Orange. Und wir sehen wieder bei Titan Squids unveränderte Comp und bei Riptide Wave ebenfalls. Sie haben Double Booyah und eine Armor. Titan Squids hat Missiles, Booyah und Armor. Ja. Jetzt auch die Booyah auf Seite von Riptide Wave. Stingray. Ja. Ist sogar ziemlich ungewöhnlich für sonst. Ja, würde ich auch sagen. Da kommt schon die erste Booyah rein. Kurz, auf jeden Fall, hat Titan Squids die Zone gehabt für 2 Punkte, aber dann sofort der Leadwechsel durch die Booyah und da kommt gleich die nächste Booyah hinterher, wieder von der 52. Oh, die da oben hinzuwerfen. Ich glaube nicht, dass das so geplant war und sie stehen hier. Titan Squids steht sehr, sehr nah beieinander. Konnten hier die 52 schon mal rauspicken, gehen jetzt hier schon mal aggressiv in die Zone rein. Da kommt gleich die Stingray wieder hinterher. Kriegt den Pick auf den Junior, kriegt vielleicht auch den zweiten Pick ganz knapp. Der muss sau weak sein. Also, die können jetzt noch machen. Die haben nur Booyah ready, um es gegen zu painten. Die erste Booyah geht auf die Zone, aber die andere Booyah geht halt eher auf die Left Flat. Ja. Tashi versucht hier alleine mit der 52, sag ich mal, was zu machen. Wird gepickt von dem Pro an der Stelle. Und das heißt, die Zone bleibt wieder in den Händen von Titan Squids. Können sie vielleicht umdrehen, wenn jetzt hier mit der Booyah und sie noch gegenpainten? Remix immer massiver Paint-Output. Vielleicht können sie es halten. Es bleibt erstmal noch neutral. Da kommt das Ding raus. Jetzt kriegen sie die Zone. 36 Strafpunkte für Titan Squids bei 53 Punkten, die sie noch auf der USX haben. Da kommt gleich die nächste Booyah hinterher. Da kommt die Booyah rein, kann sie die Zone eventuell umpinken. Die 52 direkt da mal gegen Paints, aber konnte leider nicht weiter was gemacht, weil das jemals zu weit hinten stand oder nicht da war. Ja. Der kommt halt eins gegen Booyah rein. Genau, Booyah kriegt fast alleine die Zone. Kriegt sie und das ist wieder die Zone für Riptide Wave. Hier links sehen wir jetzt, wie sich die Tour da anschleichen will, wird aber gepickt, weil der Brawler der Booyah war. Bisschen zu aggressiv. Wird im Moment kein Team kann richtig scoren, weil die Zone so oft gedreht wird. Jetzt kriegt aber hier der Junior, den anderen Junior, tatsächlich hat so gesehen das Junior-Duell gewonnen. Das heißt auch im Moment, dass die Zone erstmal in Titans Prozent bleibt. Die Remix jumpt da raus. Und da kommt die Booyah rein, das ist jetzt natürlich ungünstig mit dem Fan, aber sie kriegen es gut, ganz gut hin. Tashi 5 ist hier alleine wieder gegen 3. Das heißt, er ist ziemlich ungesichert, der kommt direkt in der nächste Booyah rein, bekommt sogar den Recap, der sogar wichtig ist. Ja, das hätte sonst zum KO führen können, denn Titan Squids hat bis 28 gepusht. Der könnte die Zone auch wieder neutral sein, da kommt die Booyah hinterher, das sollte der Soundcap sein. Sollte es nicht sein. Nein. Riptide Wave bleibt auf jeden Fall in Herrschaft der Zone. Wird aber jetzt gepickt. Down wurde direkt umgewendet von Titan Squids. Der kommt auch direkt die nächste Gegenbooyah rein. Die Zone auch wieder wahrscheinlich direkt umkämpft. Der kommt auch die Armor, damit sie weiter aggressiver reingehen können. Schiff versucht wieder über links da alleine was zu machen, aber wird wieder sofort erspäht und dann gepickt von dem Profi-Plexer. Jetzt ist es nur noch die Remix, die irgendwie versucht das zu machen. Wird jetzt hier aber auch von der Stingray von Dennis gepressured. Wird zwar nicht gepickt und da kommt auch die Booyah raus auf Seiten von Titan Squids. Auch von Seiten Riptide Wave und wieder die Zone ist einfach massiv unter Druck, sag ich mal. Also die flippt sich hin und her.
Also ich konnte einen Punkt noch machen, bevor die Zone wieder umgedreht wurde. Tashi wieder alleine hier unterwegs. Versucht, läuft dann aber immer in zwei Gegner rein, kann man sagen. Wird auch da meistens outranged, weil Bro und Jetty beide outranged. Der Junior von Titan Squid ist hier unten alleine. Sie kriegt die Zone. Hat auch gleich die Armor. Zündet die Rüstung. Und jetzt kommt wieder Booyah-Action. Oh, die fliegt und ja da oben. Wahrscheinlich. Booyah wird aber leider geblockt und. Ja, leider gegen das Schild. Ziemlich ungünstig für Red and Wave. Das ist die Sonne halt länger zu halten. Genau. Itachi wird. Er geht doch wieder sehr offensiv rein. Einer tut auf jeder Seite, aber so gesehen. Titan Squid mit dem Vorteil der Specials. Da kommt doch die Stingray raus. Soleia alleine hier wird gepickt von der Ray. Aber Riptide Wave macht im Moment Punkte tatsächlich. Zone im Moment neutral. Wird jetzt wahrscheinlich gleich umgepaintet. Wird sie nicht. Nein, weil da kommt die Booyah noch hinterher. Sie können die Zone noch weiter halten. Oh, also wirklich das ist ein Teil. Und das Double Bomb war das Ende für die 52. Und das ist dann auch. Ungepennt die letzten 3 Sekunden ticken runter und das wird die Zone für Titan Squids. Und das ist das 4:1. Ja, also wie gesagt, es steht 4:1. Aufholbar ist es zwar immer noch, aber dennoch ziemlich schwierig, vor allem wegen der Mentality. Aber es ist wieder ein recht spannendes Game. Nur dennoch konnte halt kein Team wirklich die Zone halt die ganze Zeit halten oder halt irgendwie deren generischen Plätt pushen. Ja. Aber ja, da gehen wir auch direkt zum nächsten Game. Tunkorn und Buckfish Showdown. Das ist auch wieder ein Interessant, weil man halt öfters nicht weiter als den zweiten Checkpoint sogar kommt. Mhm. Ja, die Checkpoints auf Tunkommando, ich würde sagen vor allem der erste, der zweite, der ist oben auf dieser Erhöhung, sag ich mal, die eigentlich den Gegnern gehört. Das ist sehr schwierig, den zu bekommen, aber wenn du den hast, ist schon mal auf jeden Fall, wie es der Name auch sagt, ist auf jeden Fall ein großer Checkpoint. Aber müssen wir schauen, es ist ein 3 gegen 3. So viel Aggressivität kann da vielleicht nicht sein. Aber andererseits ist auch die Verteidigung leider natürlich darunter, wenn man einen Spieler weniger hat. Vielleicht fallen die Checkpoints ganz schnell, vielleicht fallen sie auch gar nicht. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall auf der Seite von Titan Squid ist immer das Ding vorhanden, die wirklich ziemlich heavy sein kann für diese Map. Mhm. Aber da sie halt Double Booyah spielen und auf der Map wirklich eine Booyah gefühlt schon Gold wert ist, ja, kann es wirklich ziemlich instant werden. Ja. Und dann gehen wir gleich rein in den ersten Matchpoint von Titan Squids, Turmkommando, Backfischstadion. Riptide Wave in Gelb und Titan Squids wieder in Lila. Ich glaube, die waren halt schon öfter lila. Wieder keine Kampfveränderung auf Seiten von Titan Squids, aber auf Seiten von Riptide Wave wieder ganz deutlich. Die hier mit dem Soda Slosher und der Hydra. Durchaus interessant. Und genau, ja, so ist das. Sie haben einen Bomb Rush. Ja, und Double Armor. Ja. Also dass sie da auf die Burst verzichtet haben, weiß ich nicht, aber kann man auf jeden Fall auch machen. Ich bin gespannt, wie das jetzt machen. Da kommt auf jeden Fall die erste Armor rein bei Titan Squids. Und wie es aussieht, kriegen sie den ersten Checkpoint. Der erste ist tot, um das zu defenden. Beide sind hinten. Also, dass sie das machen müssen, ist den zweiten Checkpoint zu defenden. Vor allem ist der Hydra hier auch wirklich ziemlich heavy. Shinobu hier aber auch alleine, muss man sagen. Die beiden Mainstream wurden gepickt und der Tube steht jetzt gleich schon am zweiten Checkpoint, den wir gerade schon geredet haben. Ist jetzt hier under pressure von der Stingray. Der Tube fährt allerdings zurück, weil natürlich, wenn keiner draufsteht, fährt er von allein irgendwann zurück. Aber im Moment eindeutiger Vorteil für Titan Squids, würde ich behaupten. Einfach der eindeutige Paint-Vorteil. Ja, und wir sehen, sie haben Arm ready und auch gleich die Bombers zur Defense. Ich denke mal nicht, dass sie Titan Squids jetzt so einfach durch den zweiten Checkpoint lassen. Dennoch ja, hat die Pro direkt den Chopper gepickt. Und dann kommt auch direkt die nächste Stingray, um den Pusher nicht weiter aufzubauen. Dennoch hat sich Blöde Wave gerade ziemlich zurückgezogen. Einer ist vorne alleine. Kann er da auch wenig machen, als gegen den Pro. Und der Junior ist unlucky an einer Bombe gestorben. Ja, da war ganz leicht unter seinen Beinen gepaintet. Man hat es gerade so gesehen, er konnte sich nicht mehr wegbewegen, wurde da gepickt. Ja, aber wir sehen, oh, der Junior sogar die Seed. Oh, okay. Sie könnten das Übel noch anfordern.
Wenn sie aufhören zu spielen. Genau, wenn sie aufhören zu spielen, aber es scheint nicht so, nein. Doch, jetzt. Jetzt hören sie auf zu spielen. Upf. Itachi holt sich doch den Kill auf dem Pro. Der noch ich weiß spielen. Nicht, ob das zu spät war, aber... Ja, okay. Ich denke mal, das sollte jetzt gelten, ja. Ja, ich denke, also 10 Sekunden heißt... Ich denke, das kann man dann doch durchaus gelten lassen. Für das Replay. Gerade, sag ich mal, bei dem Decider, bei dem, bei einem Matchpoint, so heißt. Ja, ansonsten, wenn sich jemand beschwert, kann ich das ja theoretisch nachschauen. Genau. Also, ich denke nicht, dass sich da dann jemand beschwert. Ja, ich meine, die haben ja schon das 3 angenommen, ich denke mal nicht, dass sie da wirklich eine Welle machen. Ja. Alles klar. Genau, wir sehen es auch schon, wird uns mitgeteilt von Seiten von Titan Squids, dass es ein Replay geben wird. Und hätte es das auch nicht, also sollte es passen. Ja. Insgesamt haben sie ja theoretisch gesehen 2 Replays zur Verfügung. Im Match, so theoretisch gesehen auch noch 2 in der Lobby, falls da schon jemand die sieht. Also, sollte kein Problem sein. Jetzt warten wir natürlich noch wieder, dass der dritte Mate von Titan Squid zurückkommt. Wir hoffen, dass es da keine größeren Probleme gibt. Nicht, dass er mal wieder jemand kurz ins Netz starten muss, neu starten muss. Ja, das auf jeden Fall, weil 1 gegen 3 wäre auch ein Gesicht. Aber nee, der kommt ja auch direkt wieder. Perfekt. Sehr schön, also können wir auch direkt weitermachen. So wünschen wir uns das doch. Theoretisch dürfen sie jetzt seit letzter Season ja darf man ja die Comps wechseln. Wenn es ein Lag Replay gibt, haben sie sich anscheinend jetzt nicht dazu entschieden. Level Comps, neues Glück. Also bin ich gespannt, ob sich das irgendwie was dreht oder auch nicht. Mhm. Dann steht immer noch 4-1 für Titan Squids. Sie haben momentan wahrscheinlich mehr Motivation als Red Wave, aber Red Wave kann es dennoch immer noch reißen. Auf jeden Fall, ja. Hat's, im Endeffekt, gerade hat man es ja schon gesehen, eigentlich war Titan Squids im Vorteil. Mal schauen, ob jetzt irgendwie, ob Red Wave irgendwie versucht, ein anderes Opening zu machen. Ob sie versuchen, wirklich anders reinzugehen. Ob sie eine andere Strategie versuchen. Wenn es euch mal passiert, noch relativ wenig. Itachi versucht hier alleine, so gesehen, gegen 2, kriegt den Pick auf den Pro, ist aber saubi, kriegt noch den Pick auf den Jet und jetzt müssten eigentlich Riphead Wave auf den Tower, während Itachi hier nach vorne geht, auf das gegnerische Blatt. Und da steht Riphead Wave am ersten Checkpoint, wo Itachi gerade alleine. Ja, weil der Itachi kann jetzt mit der Armor direkt pushen und sich dadurch aufhalten und zerstören. Sie haben aber deren Platz jetzt unter Kontrolle. Ich denke nicht, dass sie den zweiten Checkpoint jetzt einfach bekommen. Sie haben aber die Armor, wird aber vom Tower wegen der Armor runtergestoßen. Und ja, an den zweiten Checkpoint kommt man halt generell nicht wirklich einfach ran. Also. Ja, jetzt hier 2 Tod auf Seiten von Riphead Wave. Aber der Turm fährt immer noch weiter. Ja, jetzt Soleil wird aber vom Pro gepickt und das sollte das endgültige Ende des ersten Pushes sein. Bis zum zweiten Checkpoint sind sie gekommen. Auf jeden Fall schon mal deutlich Unterschied zum Match gerade eben. So gesehen, zweite Chance nochmal. Die Pro kriegt den Pick auf die Alter, was jetzt ihre Defense die Mensch schwächt. Sie haben jetzt auch Armor, der Turm verfällt auf den Checkpoints. Der ist auch direkt gestorben, aber der Chopper, der hält trotzdem Beast die Pressure. Der kann den Turm weiter defenden. Ist doch schon in einer sehr guten Position auf jeden Fall, um was gegen den Turm zu machen, muss aber rausjumpen wegen der Stingray. Weil die Mitte ist einfach sehr grell, man sieht es in den Farben von Titan Squids hier gefärbt. Da muss jetzt erstmal ein bisschen Gegenpaint kommen. Sollte nicht allzu schwer sein mit einem Hydranten und einem Junior Cleanser auf Seiten von Riphead Wave. Da sind wir auch schon. Es wandelt sich wieder das Bild in der Mitte ein bisschen. Wenn Itachi versucht hier Kick auf den Pro zu bekommen. Kriegt ihn nicht, wird gepickt von Stingray mit der Unterstützung vom Bro oder eher andersrum, sagen wir es mal so, während die Hydrates da sind. Defense. Ja, die haben aber theoretisch die Armor ready, mal schauen, ob sie bis zum zweiten Checkpoint kommen, ob sie dann da die Lead holen können. Ja, wir sehen auf jeden Fall,
Aber dennoch können sie den Check One verteidigen. Sie müssen nur kurz auf dem Tower, damit er zurückfährt. Ja. Sehr stark gespielt von Riddle Wave, obwohl sie sogar deutlich in der Unterzahl waren. Sie nutzen es sofort genau für den Gegenpush auf jeden Fall. Da kommt noch gleich die Armor raus. Gut, sogar Double. Gut. Die Tasche wieder oben alleine und Soleil mit der Junior, die kommt da nicht hin. Shark jetzt da unten. Ja, jumpt raus. Ist wahrscheinlich das Schlauste in dem Fall. Alleine gegen drei machst du nichts, wenn die da oben painten. Es kommt gleich die Stingray raus. Ist vielleicht ein bisschen früh, aber gerade für den ersten Pick, wie gesagt, 3 gegen 3, Picks nochmal bedeutender. Eben, und vor allem kommt halt keiner der beiden Teams wirklich an den zweiten Checkman rein, weil er wirklich sehr schwer zu pushen ist. Dennoch hat Rotwave gerade die Armor, die Buja kommt direkt dagegen, da müsste er nicht sehr mitbekommen. Sie halten die mit unter Kontrolle, sie kriegen auch wieder Armor, um ihre Kontrolle weiter auszubauen. Dieser Junior farmt dann fleißig die Armor. Ey, Tasche jetzt hier oben mit dem Bomb Rush, mit dem Insta-Bomb Rush. Kriegt einen raus, wird aber gleichzeitig vom Junior Klexer gepickt, der sich jetzt hier auf den Tower stellt. 2 gegen 2 Situation. Wird wieder aufgefüllt gerade. Theoretisch, Titan Squids hat halt den Pain-Verteil in der Mitte, aber der Slosher kann von da oben, obwohl er jetzt gedroppt ist, theoretisch hat eine sehr gute Position, um den Tower zu clearen. Wird jetzt aber gepickt vom Junior, der sich jetzt wieder auf den Tower setzt und der Turm fährt wieder und die Hydra ist wieder last. Kann denn Junior vom Tower runterstoßen? Wird jetzt aber hier vom Pro gepressured. Oder vom Jet, ich weiß es nicht genau. Ja, ungefähr so auf jeden Fall. Aber wir sehen irgendwas mit Free Range. Checkpoint. Und wir sehen auf jeden Fall, sie können Push nicht weit aufhören, aber dennoch, ja. Julian ist tot, 2 gegen 2, sie können das machen, aber sie haben halt die Halter und den Sascha in der Defense, die wirklich sehr viel Range haben. Ja, wir sehen hier Itachis Lieblingsspot hier oben, hat diesem unpaintbaren Block, sage ich jetzt mal, und kann da perfekt auf den Tower drauf sloschen und so die Gegner da vertreiben. Die Dinge kommt rein, dennoch ein Insta-Bombrush gegen und trinkt den Typen auf dem Tower. Der Junior ist auf dem Tower und so und hat Rotten Wave das Match für sich entschieden. Ja. Also, so gesehen, den ersten Matchpoint schon mal denied für Titan Squids. Mit einem Score von 2 zu 4 auf anscheinend. Also, ich denke, beim Replay jetzt gerade hat die Comp dann doch funktioniert für Rotten Wave. Mal schauen, also Rotten Wave ja gerade schon dynamisch unterwegs mit vielen verschiedenen Comps, sage ich jetzt mal. Und sie kämpfen sich dann doch langsam immer wieder mal vor. Mal schauen, ob sie das auch auf Operation Goldfisch im Grätenkanal machen können. Weil da gibt es ja durchaus viele Wege rein zu pushen. Und auch da, glaube ich, kann die Stingray von Dennis durchaus ein Problem werden. Vor allem auf Rainmaker ja. Ja, vor allem Stingray auf Rainmaker ist schon ein guter Pick. Mhm. Ich weiß nicht, eventuell können wir hier auch ins Splush nehmen, weil Splush 7 ist halt eine Waffe, die wird gerne auf Rainmaker gespielt. Ja, vor allem wegen dem Pop, ne? Stamp auch. Stamp sieht man halt nicht so oft. Glaube ich, vor allem in den eher unteren Divisions sieht man den, glaube ich, nicht so oft. Eben, aber dazu muss man sagen, dass hier der erste Pop nicht unbedingt wichtig ist. Genau, auf der Map eigentlich überhaupt nicht. Der Painted Nix, der bringt eigentlich keinen um, der ist... Weil er da ist, ist er da. Sagen wir es mal so. Kills kann man holen, aber auch nur, wenn jemand wirklich da ja. Ungesichtet steht. Aber gut, es geht direkt los. Wir sehen wieder eine Hydra und einen Siege zu pushen. Die Hydra ist sogar mit Object Shredder dabei. Theoretisch, so gesehen, leichter, sie dann zu poppen. Kriegen auch den Pop von Rip, der, wie gesagt, eher... Ja... Nicht unbedingt krass, aber der erste Tote auf Seiten von Riptide Wave und da haben wir auch gleich das Titan Squid Remake gepickt und die gehen gleich hier über die Seite durch, wollen anscheinend über das ganz äußere Part, aber Itachi weiß das zu verhindern und jetzt ist Dennis last. Die Itachi geht auch gleich nach vorne. Endet auf dem Weg vor, sie müssen jetzt einfach direkt poppen und dann auch direkt nehmen. Genau, aber da. Jetzt haben sie ihn gepickt und sie kommen da zu zweit vor, während Itachi weiter alleine vorne versucht das zu machen. Sie kriegen die Lead bis auf 58. Da kommt die Stingray raus. Itachi wird gepickt und das ist der Wipe für Titan Squids, die jetzt hier eigentlich einen riesigen Vorteil haben.
Obwohl, da vorne steht schon wieder so Leia mit dem Junior, glaube ich. Ja. Leander Lied von 58, was ist aber auch da wirklich auch wieder nicht großes. Ja. Ich würde sagen, ein bedeutender Lied ist schon im Bereich von 15. Ja, ja, ja. Sobald du quasi auf dem, wirklich auf dem, auf der obersten Plattform bist, wo es direkt zum Rainmaker geht, ab da ist es wirklich schwierig dann. So, naja, jetzt hier hinten mit dem Flank kriegt den Rainmaker raus, muss ich aber selber deswegen das Leben opfern. Aber Itachi kann gleich hinterher eine Bombrush setzen und somit dann wahrscheinlich auch den Rainmaker gleich hinten poppen. Versucht sich mit dem Splash noch den Jumper abzukämmen, kriegt ihn nicht und wird vielleicht gleich gepickt. Er wird gepickt, weil er hier gegen 2 ist. Und das ist es natürlich die Advantage und auch ein bisschen das Überraschungsmoment auf Seiten von Titans. Kriegen hier die Lead bis 50, unter 40. Sie sind jetzt oben da, wo ich es vorhin meinte, bis 34. Da kommt gleich die Stingray von Dennis noch hinterher. Aber da ist vorne keiner mehr. Das heißt, so gesehen kann Riptide Wave jetzt einfach den Rainmaker poppen und dann resetten lassen. Richtig, aber wenn sie es schaffen, über die Mitte zu pushen, können sie die Lead von 34 wirklich sehr einfach wieder aufholen. Aber dennoch ist es nicht unbedingt einfach. Ich bin gespannt, wie Itachi ist ins Wasser gefallen. Das war wieder irgendwie ungünstig, weil er steht halt alleine in der Defense, er probiert den Rainmaker zu picken. Und jetzt hier oben. Und geht durch die Mitte. Itachi kann noch vor. Ich glaube, wenn er oben durchgegangen wäre, hätte er ein paar mehr Punkte machen können. So, jetzt gar keine neuen Punkte gemacht, aber immer noch 32 ist immer noch relativ viel. Jetzt hier oh, Red Wolf entscheidet sich über links zu gehen. Ja. Da, weil Itachi da den Paar schon vorgefärbt hat. Ja, aber leider niemand den Jet gewatcht hat. Genau, aber da ist er last, wird auch von der Bombe gepickt. Bis 42, 10 Punkte oder besser gesagt 11 Punkte mehr. Dann hätten sie es geschafft. So, Leia versucht jetzt hier gleich mal was gegen den Bro, der jetzt hier über seine Booyah used. Ist ein bisschen sehr aggressiv vorne drin, kriegt jetzt hier aber dann gleich mit der Unterstützung von Itachi. Der Pro kann den Splash picken, kriegt dann gleich noch die Rüstung hinterher. Der Rainmaker resettet sich in der Mitte und damit ist auch die Barrier wieder, die Barriere wieder aufgerichtet. Also sie haben auch gerade eine gute Voraussetzung. Sie haben die Picks und sie haben auch direkt die Special, die, also sie sehen eine Arme und eine Single ready. Dennoch hat Rote Wave gerade eher mehr die Mitte und unter Kontrolle und Talisman ist tausend nicht weiter vor. Ja. Aber wer soll es denn übel nehmen? Sie müssen halt nur noch wirklich defenden. Genau, 1 Minute 15 stehen noch auf der Uhr. Natürlich inklusive Overtime, aber so weit müssen wir erstmal kommen. Jetzt wurde gepoppt, aber da kommt auch sofort die Stinger raus. Der Pro auf Seiten von Titan Squids im Moment tot, aber da kommt gleich die Rüstung noch hinterher. 2 tot auf Seiten von Titan Squids, weil Itachi da vorne schon wieder Dinge macht. Dahinter kommt jetzt der Junior, versucht ihn rauszupicken, aber das sind 3 Points erstmal. Mit Riptide Wave, ja. Sie konnte Julia ganz knapp picken und das wird der Leadwechsel höchstvermutlich sein. Bis 20, unter 20 sogar. Und das könnte der KO werden. Das ist der KO. Nice Drehwendung für Red Wave. Er steht jetzt 4-3. Es ist immer noch alles offen. Oh, hoppala. Titan Squids ist im Matchpoint, aber Red Wave, wenn sie jetzt noch eins gewinnen, haben sie dann auf jeden Fall den Ausgleich. Ja. Trotz Splash Counter von Itachi in diesem Match unfassbar aggressiv vorne drin, immer sehr gut die Pushes so gesehen vorbereitet. Perfekt da eingefädelt immer von hinten hinterrand, vielleicht sogar dann Dennis mit dem Jet schon mal rausgenommen. Unfassbar gutes Play. Mehrmals. Ja, im Moment das Blatt dreht sich. Zweiter Matchpoint für Titan Squids denied, 3-4. Im Moment unser Stand. Weiter geht's auf Muschelchaos und der Steinkühlergrube. Und das ist auch wieder eine Map, dass die sehr interessant ist, denn derjenige, der zuerst anfängt zu pushen, kann wirklich immens scoren, vor allem weil es sehr schwer ist, jetzt da irgendwie wieder reinzukommen. Und der gelingendste Weg, um wieder reinzukommen, ist halt über die Mitte, der halt weit vom Kopf weg ist. Mhm. Ja, ich glaube, Piranha Pit hat so mit die größte Distanz zwischen den Körben überhaupt im ganzen Spiel, wenn ich mich einiges täuscht. Und dadurch, dass die Map ja auch sehr lang gezogen ist, kann auch durchaus wieder die Stingray von Titan Squids Dennis da Sinn machen. Ich weiß, ich hab's heute mit meiner Stingray von Dennis. Aber ja, ich glaube, das kann auch durchaus für einen guten Push-Versuch dann auf jeden Fall sorgen, wenn jetzt alle Spieler schon bereit sind. Warten wir nur noch Pet. Ja. Dann geht's auch direkt weiter. Wahrscheinlich eher keine Comp-Veränderungen.
ja, dann geht's los. Riptide Wave in Gelb, Titan Squids in Blau. Dritter Matchpoint so gesehen für Titan Squids. Mal schauen, ob Riptide Wave auch den denyen kann und zum 4-4 ausgleichen kann. Wieder, sie gehen wieder auf die, also Riptide Wave geht wieder auf ihre alte Comp so gesehen zurück, die sie vorher schon in Clamps gespielt haben. Und jetzt sehen wir, Itachi stand da ganz kurz im Spawn rum, aber bewegt sich jetzt noch. Ja, am Anfang erstmal AFK, aber auf Buschkau ist jetzt nicht unbedingt bedeutend, denn man muss eh erstmal Clamps sammeln und sie sammeln, aber dennoch kann das bedeutend für die Mid-Control sein. Ja, und jetzt schon der erste Pick, Itachi da schon tot an der Stelle. Aggressivitätslevel seit Titan Squids deutlich höher, also die haben auch deutlich mehr Kontrolle im Moment über die Map. Das ist jetzt ein bisschen Raptor, kannst du im Moment ein bisschen umdrehen und sie ein bisschen zurückdrängen auf jeden Fall. 13 Clamps auf Seiten von Titan Squids, schon mit einer ersten Big auf jeden Fall. Da kommen die Missiles raus von Dennis, also keine Stingray, also wurde ich wieder enttäuscht anscheinend. kriegen jetzt zwei Picks Riptide Wave, da kommt die Arma gleich hinterher. Itachi kriegt auch den letzten noch und das ist jetzt freie Bahn auf jeden Fall für Riptide Wave. Da kommt die Buge von Itachi gleich hinterher, kriegt noch einen Pick raus. Und sie können jetzt die Big rein, die zweite Big rein, unter 50 schon innerhalb von der ersten, von den ersten zwei Minuten schon, unter 40 haben sie sogar bekommen. Itachi jumpt da raus. Shinobu wirft noch so eine kleine Buja hinterher, um die da hinten noch ein bisschen drin zu halten. Ja, auf jeden Fall 39 ist sehr schon recht, okay. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Mhm. Dennoch kommen jetzt die Missiles rein, weil sie haben genug Clamps, sie haben 22 Clamps, um jetzt gegen zu pushen, dennoch ist kein Pick gefallen. Sie können das noch rechnen. Da kommt die gegnerische Armor. Zwei sind zwei, sie machen es wirklich 2 gegen 2. Müssen sich aber hier geschlagen geben gegen die Buja, gehen da ein bisschen zurück auch. Die Missiles kommen wieder auf Seiten von Titan Squids raus. Aber sie können es auch relativ gut umpainten. Sie versucht jetzt hier und von hinten. Und der Junior Stat, sie haben jetzt keine Armor mehr zu pushen. Die Pros ist auch direkt gestorben. Sie haben sogar eventuell die Chance gegen Spushen. Sie haben nur Big und genug Clamps dafür. Genau, Dennis jetzt ganz alleine hier vom Korb mit der Big Clamp, also auf der ganzen Map sichtbar, wird jetzt gepickt. Da ist der Weg ist wieder frei so, und da hinten können sie scoren. Sehr strong für Itachi mit der Buja hinterher. Mal schauen, er kriegt auf jeden Fall noch ein paar Follow-ups. Sie können unter 20 auf jeden Fall schon mal, unter 15. Sie können es auf 10 setzen. Sehr stark auf jeden Fall schon mal die Penalty abgearbeitet hier auf Seiten von Riptide Wave. Also das muss man sagen, 10, also ein Push auf 10 ist wirklich schon eine ordentliche Hausnummer und das aufzuholen ist wirklich nicht einfach. Ja, enorm. Dennoch kann sich Titans noch sammeln, die haben zwei Schwarze Ready, Armor und eine Buja. Ja, sie haben jetzt schon wieder die erste Big und theoretisch hinten noch die PT-Clamp rumliegen, aber auf 10 runter können sie es wahrscheinlich nicht pushen, vor allem weil sie ihre PT hinten liegen lassen haben. Buja kommt jetzt vorne rein, sie können zwei rauspicken, da kommt die erste Big-Clamp rein. Sie können drei Follow-Ups noch reinkriegen, aber sie kriegen ihre Pity-Clam liegt immer noch hinten. Das sind 20 verschenkte Punkte im Moment. Dennis kann noch den Kopf offen halten, kann es unter 60 pushen bis 59, wird jetzt aber auch gepickt und das sind immer noch 20 verschenkte Punkte, meiner Meinung nach, für Titan Squids, dadurch, dass sie hinten die Pity-Clam haben liegen lassen. Ja, und wir sehen, jetzt hat Zero Drive sogar direkt Double Buja ready, um eins pushen und sogar gleich direkt die Armor. Und der nächste Splash-Counter sehen wir da von dem Junior. Man hat es ganz klein in der Ecke gesehen, wollte über die Incline. Hat es nicht ganz geschafft, ich sag's mal so. Ja, auf jeden Fall sehr ungünstig für die Defense und vor allem für den Push, aber ja. Wir sehen, der gegnerische Junior hat wieder die Arm ready. Ebenfalls auch der Junior von Riptide Wave. Itachi kriegt den ersten Pick jetzt hier schon mal auf dem Pro wieder. Sie haben alle Ulz ready, die Tintenrüstung kommt raus. Itachi pusht weiter vor, kriegt Dennis vielleicht raus. Buja jetzt vorne hier vom Korb. Sie jumpen mit der Buja schon nach vorne. Die Missiles kommen aber raus, können ihn sogar shreddern. Das heißt nur noch die Remix da und der Korb ist frei. Da steht keine. Sie kriegen die erste Big Clam rein. Sie werden auch die zweite Big Clam durch den Jump reinkriegen. Somit auf 39 können sie es runter pushen. Kriegen sie aber noch eine Clam, sind jetzt aber gewiped bis 39. Aber auch hier sehr stark. Allerdings kommt jetzt halt das Zeitliche rein. Sie haben nur noch 30 Sekunden. Müssen sie auf jeden Fall erstmal eine Big Clam zusammenbekommen. Sonst gibt es keine Overtime. Und dann müssen sie natürlich in der Overtime auch den Push noch verwandeln. Eben. Aber um den Blick zu kommen, ist es nicht halt, kommt, kriegen den Push
Und Kayon auch direkt. Sie kriegen sofort zwei Biglems rein, was sofort dann natürlich das Ende des Matches bedeutet, der KO auf 0. Und so gesehen der dritte Matchpoint denied gegen Titan Squids und der Ausgleich auch zum 4:4. Wir gehen ins Game entscheidende, ins Set entscheidende Game 9. Ja, Game 9 auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr nice. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Ob man da wieder eine Dominanz von Rift and Wave sieht oder halt sogar von Titan Squids. Ja, jetzt Game 9, Herrschaft, Störwerft. Herrschaft, ich sag's wieder, Double Booyah theoretisch machbar, aber ich bin wieder gespannt, was Rift and Wave diesmal für eine Comp auspackt. Aber auf jeden Fall unfassbar spannend wird es jetzt hier nochmal gegen Ende, nachdem Titan Squids am Anfang ja deutlich im Vorteil war, muss man sagen. Erlebt hier Riptide Wave ein unfassbares Comeback zum 4 gegen 4. Ich glaube, Game 9, ich weiß nicht, ob wir on-stream schon mal eins hatten, aber es ist auf jeden Fall nochmal was Besonderes. Mit einem 3 gegen 3. Ich glaube, das gab es noch nie in dieser Saison oder vielleicht allgemein sogar noch nie, ich bin mir nicht sicher. Also werden wir gerade Zeuge von Geschichte. Das ist richtig, 3 gegen 3 Game 9, das ist bisher auf jeden Fall auch, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Aber ja, Game 9 sieht man nicht öfters. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Ja. Beide Seiten führen mit. Und Riptide Wave hat jetzt gerade sogar ihre Buddy-Version aufgebaut. Und mal schauen, wie das jetzt wird in diesem Match hier. Jetzt geht's um alles oder nichts. Im letzten Game 9 hier: Herrschaft auf Störwerft. Riptide Wave in grün. Titan Squids wieder in lila unterwegs. Die Hydra und die 52 auf Seiten von Riptide Wave, auf Seiten von Titan Squids wieder unverändert. Also Titan Squids spielt mit ihrer Combo auf jeden Fall durch. Okay, wir sind auch wieder, beide gehen rein. Die Pro über den Snipe. Wie es aussieht, könnte Riptide Wave die Zone sogar zuerst bekommen. Da kommt doch sofort die Stingray raus. Kriegt hier aber keinen. Doch, kriegt einen Pick auf die 52. Sehr wichtig, würde ich dabei behaupten. Und das ist sogar die erste. Also die Zone schon mal für Titan Squids, die erste Punkte, der Junior muss hier rausjumpen, so gesehen die Hydra jetzt gerade alleine hier, jumpt auch raus zur Sicherheit, um die Armor zu saven, beziehungsweise ihre ungefähr 70%, die sie davon hatte. Booyah von Pro kriegt die 52, das ist kein guter Start für Riptide Wave. Und jetzt wird auch hier oben auf dem Spinner gepickt. Shinobu versucht jetzt alleine was um zu machen. Aber da kommt gleich die Armor raus, nachdem hier gleich die Stingray gezündet wurde. Fällt aber hier runter, Dennis. Das wird die Zone wahrscheinlich sein für Riptide. Das wird noch nicht die Zone sein. Sie können die Booyah, aber die Booyah wirft nicht auf die Zone. Aber der Junior sollte sie jetzt holen können. Jetzt haben sie es bekommen. 34, der erste Push für Titan Squids. Mit einer riesigen Penalty von 51. Im Moment der Ein-Mann-Vorteil für Riptide Wave, mit dem der Pro fehlt. Da versucht gleich der Junior reinzugehen mit der Armor. 75 Punkte im Moment gemacht. Und die Hydra geht down und auch der Junior geht down. Und das ist die Zone und der Wipe für Titan Squids. Ja, sie haben auf jeden Fall noch zwei. 3 Minuten 20 haben auch einen recht großen Cooldown für die Zone. Sie müssen jetzt halt einfach dafür sorgen, dass sie die Splash bekommen, da ordentlich wieder reingehen und sie nicht halt unnötig wegfallen. Itachi hier mit dem Double Kill. Es kann hier natürlich dann sofort auf die Zone gehen. Dennis alleine steht hier oben auf dem Snipe. Ist natürlich sehr unter Druck von Itachi. Das ist auf jeden Fall die Zone. Da kommt wieder die Double Armor raus bei Riptide Wave. Sie bauen gleich die Strafpunkte ab. Da kommt gleich die Booyah hinterher noch von Itachi. Versucht hier natürlich dann noch die Zone zu halten und natürlich nicht voll an der Stingray drauf zu gehen. Über rechts versucht der Junior rein in 52, da kommt gleich die Booyah-Bomben noch hinterher, kann die Zone nicht auf neutral stellen. Das was ist könnte der Lead weg, das wird noch nicht der Lead weg, weil die Zone auf neutral steht. Itachi kann sie nochmal umpainten, obwohl der Junior drauf geht. Das ist der Lead-Wechsel. 33, unter 30 können sie so im Moment pushen. Itachi wird jetzt aber hier gepickt, die Hydra hier, Zed under pressure. Zone immer noch nicht umgepaintet. Der Junior hier, wir sehen den links, der ist hier underground, kommt jetzt hier hoch, kann vielleicht die Zone sogar noch wieder umpainten. Also kriegen die Zone. Das sind die letzten 20 Ticks. Titan Squid Stand ist jetzt der letzte. Die letzten 15 Punkte wird
von der Hydra gepickt, die letzten 10 Punkte ticken runter. Und das scheint mir das Game zu sein für Riptide Wave. Und sie haben es wirklich noch bei einer 4-1. Wirklich, die standen einfach 4-1 hinten und haben es einfach noch gedreht. Unfassbar starkes Comeback von Riptide Wave. Unfassbar stark, das komplette Set nochmal gedreht. Sehr, sehr stark, auf jeden Fall. Richtig krass, auf jeden Fall. Bisschen perplex, glaube ich, sind wir gerade alle, wie gut gerade Riptide Wave das nochmal gedreht haben. Und ja, wir werden gleich ein Interview haben sogar und wir holen die sofort mal ran, weil die ganz brav hier schon unter uns im Voice sitzen. Und wir machen einen kurzen Soundcheck, während bei mir nebenbei in Splatoon erstmal schön die News durchlaufen. Vielen Dank dafür. So, erstmal kurz. Könnt ihr uns hören? Oder können wir euch hören? Okay, bei Sahnetörtchen geht's schon mal nicht. Dann kriegt er ganz kurz die Rolle. Kann man hören? Ja, bei Itachi. Aber Itachi sollte uns hören. Okay, Itachi. Okay, perfekt. Ganz kurz. Sahne müsste dem Talk joinen können. Hoffe ich. Ich zieh mal nochmal. Es müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe es. Anscheinend nicht. Ping mal ganz kurz. So, jetzt funktioniert. Jetzt funktioniert's. Perfekt. Jetzt funktioniert's. So. Ein unfassbar krasses, spannendes Set an der Stelle und auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzliche GGs und Glückwünsche an euch. Unfassbar stark gespielt und dieses Match nochmal gedreht. Unfassbar stark. Dankeschön. Danke. Ach. Ja, was ging da ab? Was? Also ich sag's mal so. Wir haben uns danach nach dem 4-1 nochmal komplett am Riemen gerissen und haben unser komplettes Bestes gegeben, was wir halt hatten. Und das ist dann dabei rausgekommen. Sehr, sehr stark. Ja. Sag mal, während Titan Suits ja eher auf ihrer, quasi immer auf derselben Comp unterwegs seid, ihr habt ja quasi Down durchgewechselt. Also Itachi, du zum Beispiel, du warst ja auf 52 unterwegs, du warst auf Soda Slosche unterwegs und ich weiß nicht, was noch alles da dabei war. Und auch der Wechsel quasi zwischendurch auf Hydra und Remix. Das Einzige, was eben konstant war, war glaube ich der Junior, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist noch ein Junior One-Trick, deswegen. Genau. Okay. Quasi also habt ihr das quasi auch schon so irgendwie trainiert, dass ihr diese Waffen spielt oder auch mal im Team spielt oder ist es was, was jetzt, sag ich mal, eher so spontan rauskam und dann auch funktioniert hat? Also ich spiele ab und zu mal Hydra und Remix und ich habe gedacht, ich probiere es mal aus und das hat im Endeffekt dann mit diesen Kombos ziemlich gut geklappt, weshalb ich dann bei Hydra und Remix geblieben bin. Mhm. Bei mir waren die ersten drei Matches geplant, also ich zuerst auf Squeezer, danach auf Note und dann auch die andere Waffe Flexe, aber der Rest davon war danach komplett spontan gewesen. Mhm, okay. So, wenn wir mal in die Tabelle schauen. Ihr habt euer erstes Match wurde ja verlegt und ich sag mal, im Endeffekt seid ihr jetzt ja so in die Saison gestartet. Gleich als erstes Match in der Saison mit einem Game 9 mit einem Comeback und das auch noch mit dem 3 gegen 3 dank Gentleman Agreement. Ja, würde ich sagen, so kann man starten, oder? Auf jeden Fall. Hier würde ich auch sehr gerne etwas sagen. Vielen Dank an Titan Squids für das Gentleman Agreement. Wirklich vielen Dank. Genau, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Gerade weil es im Endeffekt sind es nur 7 Matches bei 8 Teams pro Division. 7 Matches, mehr sind es nicht. Auf jeden Fall nicht selbstverständlich und da auf jeden Fall auch GGs an die Titan Squids, die ja unfassbar gut auch gespielt haben.
Auf jeden Fall ein richtig großes GGs an Titans Crits, wirklich. Von mir ja, auch ein riesengroßes GG. Auf jeden Fall auch direkt eine Frage von mir. Und zwar, wie fühlt ihr euch so nach dem Sieg? Seid ihr erleichtert? Wie ist das so für euch? Also, als wir dann im Endeffekt das 5-4 gewonnen hatten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am ganzen Leib gezittert. So komplett, so komplett spannend, muss ich echt sagen, ich habe wirklich am ganzen Leib gezittert. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, wir auch. Also ich finde, das war echt sehr spannend am Ende. Dann, ich glaube, es war sogar ein 100-0 Sieg, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also dadurch, dass es euer erstes Match war, wie habt ihr denn überhaupt die Chance ausgerechnet gegen heute? Also klar, es war jetzt erstmal ein 3 gegen 3, aber wie habt ihr euch denn auch so, also erstmal quasi normal, in einem 4 gegen 4, werdet ihr euch da die Chancen ausgerechnet und wie habt ihr euch dann die Chancen ausgerechnet, als ihr dann erfahren habt, dass ihr ein 3 gegen 3 spielen werdet? Also während dem 4 hätten wir schon gedacht, dass es wesentlich einfacher werden würde, da wir mehr so als 4 gegen 4 besser spielen könnten und das 3 gegen 3 hat schon ein bisschen zugesetzt. Mhm. Yep. Ganz derselben Meinung. Okay. Dann, Pet, hast du noch eine Frage? Ja, an sich so die generelle Frage, die immer gestellt wird, wie seid ihr auf euer Team angekommen? Okay, das muss Itachi sagen, das weiß ich nämlich nicht. Ich bin erst dieser Season bei Riptide Wave. Damals, als ich und Soleil das Team gegründet haben, hatten wir doch keine richtigen Vorschläge für den Teamnamen. Und dann kam Soleil mit dem Vorschlag und haben wir für den Teamnamen genommen. Ja. einfach quasi so aus dem Nichts entstanden. Einfach eine gute Idee gehabt und es hat perfekt funktioniert. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir gleich dann in unser nächstes Match gleich reingehen in Division 2, wenn ihr noch abschließende Worte habt, dann bitte immer gerne. Auf jeden Fall. Ich wünsche Titan Squids jedenfalls weiterhin sehr viel Glück in der DSB. Und vielleicht könnte man auch mal scrimmen oder so. Würde mich persönlich sehr freuen. Ja, perfekt. Da hat man auf jeden Fall wieder die Scrimpartei gefunden. Sehr cool. Dann nochmal vielen Dank für dieses unfassbar spannendes Spiel. Und an den Chat, gleich geht's weiter nach einer ganz kurzen Pause. Geht's weiter mit dem Div 2 Match. Wir hören uns gleich. Bis dahin. Und ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.